Was für mich ein richtiges Highlight war, ist der Auftritt. Wir haben einmal so im Club gedreht und das war während Corona noch so das normale Leben runtergefahren hat. Und das war schon eine beeindruckende Energie, auf einmal mit so mehreren Menschen im Raum zu tanzen. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich hier in die Menge schaue. Alle werfen ihre Hände rauf und nach der Show mache ich ein paar Getränke auf. Die haben auch krass mitgemacht. Ja, es war eine geisteskranke Stimmung gewesen. Ja. Die haben noch die ganze Zeit, den ganzen Tag so gemacht. Mein ganzer Rücken hat so weh getan. Das war richtig krass. Oh mein Gott, für mich ist auch noch absolutes Highlight die Abi-Feier. Ich hatte gar keine Ahnung, was wir machen müssen. Auf einmal halten wir alle so ein Schild Abschlussjahrgang. Und dann mussten wir uns die ganze Zeit diesen Champagner um die Ohren hauen. Stimmt, ich war auch, das war, wo dieses Bild aufgenommen wurde. Ne? Ich war ja da nicht Abschluss gemacht. Ja. Wo alle da standen. Ah ja, du bist ja gar nicht drauf. Ja, Nick hat es leider nicht gepackt. Für mich ist die Serie auch gut. Super interessanter Zugang zu dieser alten Hip-Hop-Ära gewesen, zu der wir einfach unserem Alltag geschuldet einfach keinen Zugang hatten. Und das nicht nur durch Dokus oder sowas mitzuerleben, sondern erstens selber da auch Rollen zu spielen und zweitens hatten wir ja auch Coaches, die das alles miterlebt haben. Und das habe ich als großes Privileg empfunden. Ja, das stimmt. Voll. Gerade so durch die Kleidung und alles hat man sich ein bisschen manchmal so fast schon in dieser Zeit gefühlt. Ja. Das war schon, das hat sich so echt angefühlt. Sind wir insgesamt froh, dass wir jetzt leben und nicht damals? Oder gibt es unter uns einige, die eher zurück in den 90ern gelebt hätten? Also ich auf jeden Fall bin froh, dass ich jetzt in der Zeit lebe. Lustig, so Negerhaare. Dem rassistischen Thema damals. Natürlich gibt es noch immer auf der Welt und kriege ich selber auch im Alltag oft genug noch mit. Aber damals war es halt viel extremer. Also mein erster Impuls war eigentlich direkt damals, dass ich damals überlebt hätte. Echt? Warum? Ja, ich glaube, irgendwo stelle ich es mir sorgenfreier vor. Dadurch, dass wir alle Smartphones haben, sind wir auch überschüttet mit Informationen. So, das wäre auch, was ich gesagt hätte. Ich glaube, dass früher einfach Dinge, einfach auch weil die Medien langsamer waren, dass es grundsätzlich auch einfach etwas slower war. Ja. Und das beneide ich. Aber ich wusste nicht, ob ich lieber damals gelebt hätte. Kein abschließendes Urteil. Ich meine, wir hatten ja eine kurze Zeit, wo wir ein bisschen in den 90ern waren. Das war nett. Ich fand es toll, dass wir so einen jungen Cast hatten. Also so viele junge Rollen. Also das war echt cool, weil das hat man selten bei Produktion. Das ist voll das Familiengefühl gewesen. Voll. Ja. Wir haben uns alle, glaube ich, echt mega gut verstanden. Wir waren auch danach noch im Urlaub. Nach den Dreharbeiten. Ja, ich würde allgemein sagen, tolle Zeit oder so, um das zu beschreiben. Es war auf jeden Fall, hat extrem Spaß gemacht.